Wir beschäftigen in Österreich ca. 1800 Mitarbeiter und aus 36 Nationen stammen unsere Mitarbeiter. Sehr große Chancen. Alleine nach dem Jugoslawienkrieg sind sehr viele Menschen nach Österreich geflüchtet und haben hier mehr oder weniger mit nichts begonnen und hatten auch sprachliche Schwierigkeiten. Und es ist uns gelungen, aus dieser Vielzahl der Menschen, die auch in die Reinigung gegangen sind, jene herauszufiltern, die Karriere machen wollten, die bereit waren zu lernen, die bereit waren, auch sich weiterzubilden. Und wir sind heute in der Lage im Management, wir haben 15 Mitarbeiter im mittleren Management, aus einer Vielfalt von Nationen erfolgreich tätig sein zu können. Wenn Sie sich überlegen, dass 36 Nationen tätig sind, so bedeutet das alleine schon einen Unterschied in den Kulturen, in den Meinungen, in den Meinungsaustauschen. Und es ist uns gelungen, die Menschen so zu motivieren, die Mitarbeiter so zu motivieren, dass sie zum Wohle des Kunden, zur Zufriedenheit des Kunden und auch mit Freude die Arbeit durchführen. Wir sind in Österreich, Tschechien, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Kroatien und Serbien und auch Nordmazedonien tätig. Und die Expansion hat uns insgesamt 3000 Mitarbeiter gebracht. Wir haben auch im Vorjahr den nahezu gleichen Umsatz wie 2019 erzielen können, nämlich 83 Millionen Euro. Der große Vorteil ist, dass wir Eigenkapital finanziert sind. Und gleich zu Beginn der Krise konnten wir all unseren Mitarbeitern in Österreich sagen, ihr braucht keine Angst zu haben um den Arbeitsplatz, wir finanzieren es durch. Und auch dank der großzügigen Unterstützung der Bundesregierung mit Hilfe der Kurzarbeit ist uns das auch gelungen, durch das Jahr 2020 sehr erfolgreich zu kommen. In Österreich ist die Sprache Deutsch. Jeder Mitarbeiter, der bei uns beginnt, muss ausreichend Deutsch können, damit er weiß, was er tut, auch dem Kunden erklären kann, was er zu tun hat. Chemiekunde, Anwendungstechnik, Maschinenkunde sind eine Grundvoraussetzung. International ist es gemischt. Da gibt es auch die Möglichkeit, Deutsch zu kommunizieren oder auch Englisch, was sich immer mehr durchsetzt. Wir sind stolz darauf, die Reiwag Foundation gegründet zu haben und alle Mitarbeiter, die zumindest ein Jahr bei Reiwag sind und ihre Töchter und Söhne an Universitäten oder Fachhochschulen senden, bekommen einen Nettobetrag von uns als Anerkennung dafür, dass sie trotz des nicht gerade hervorragenden Verdienstes hier etwas für die Zukunft der Kinder, für die Zukunft Österreich tun. Reiwag hat im November 2020 als Lead-Investor bei der in Singapur ansässigen Firma Lionspot investiert. Und das Produkt sind Roboter, Roboter, die die Reinigung unterstützen und die neue Technologie eröffnen.